Ja, moin Leute, es geht mir weiter mit Let's Play Spyro the Dragon 2 Gateway to Glimmer. Ja, und zwar, ja. Ja, es geht weiter und ja. Ach, Sparks. Ja, dann würde ich mal sagen, was haben wir letztes Mal gemacht? Genau, wir haben Glimmer beendet. Übrigens, wir können das hier im Handbuch sehen, ne? Glimmer haben wir erfolgreich abgeschlossen. Ja. Haben uns da so ein bisschen durchgemogelt, ne, weil wir ja noch nicht klettern konnten. Aber, ja, ich meine, es ist ja nicht verboten, ne? Man muss nur logisch überlegen. So, der Sommerwald, da haben wir den Jäger, haben wir da den Test mit abgeschlossen und auch schon ein paar Edelsteine gesammelt. Talisman gibt es in diesem Welt nicht. Ja. Ansonsten, ja. Würde ich sagen, machen wir weiter. Wir können ja schwimmen, haben wir schon gesehen, nur leider noch nicht tauchen. Das würde uns hier der nette Geldsack, ne, der uns hier mal die Krater in die Brieftaschen bombt, machen. Tut mir leid, Spyro. Ich würde dir gern beibringen, unter Wasser zu schwimmen. Aber noch lieber möchte ich deinen Schatz haben. Ja, leider bringt er uns es erst für 500 Edelsteine bei. Die haben wir noch nicht. Ja, also müssen wir uns noch welche aus dem Level holen. Clever gemacht, ne? Jetzt haben wir die Möglichkeit zwischen zwei Leveln. Und zwar hier, dem Ölgötzen-Level, Götzenbach, oder dem da, Sparks, die Libelle, die dir folgt, ist deine Gesundheitsanzeige, Spyro. Je heller sie ist, desto mehr Treffer kannst du abwehren. Ja, also wer das seit dem ersten Projekt noch nicht rausgefunden hat, jetzt müssen es alle wissen. Garantiert. Ja, oder Kolossus. Ich würde jetzt sagen, wir machen erstmal den Kolossus, weil, ja, ihr werdet es noch sehen, warum ich den Level hier dem Götzenbach vorziehe. Deswegen würde ich mal sagen, los geht's. Husch. Ja, was ich noch sagen muss, irgendwie hat komischerweise, ja, ich glaube, ich weiß es gar nicht so genau, ob ich letztes Mal vergessen habe zu speichern oder ob der Emulator wieder abgeschissen ist. Naja, jetzt das Intro von Kolossus. Ja, wohl ein bisschen wählerisch der Yeti, wa? So, ja. Man hat das Problem ja schon gesehen. Hier ist irgendwie ein Yeti in der Welt. Naja. Und ein Kumpel weniger, ne? Von diesen Sensei-Brüdern hier, was auch immer. Shangri-Lama. Ja. Ja, was ich noch sagen wollte, ich habe, glaube ich, letztes Mal vergessen zu speichern. Also musste ich Glimmer eben nochmal machen. Aber momentan ist es noch nicht so schlimm. Ich werde erstmal wieder eine Aufnahme machen und gucken, ja, ob es gespeichert wird. Und ja, dann eigentlich müsste es ja gespeichert werden jetzt. Ja, und dann gucken wir weiter. So, reden wir mal mit dem netten Herrn hier. Ein Yeti hat in unserem Haus gewütet. Aber wir konnten ihn fangen, indem wir alle Türen geschlossen haben. Wenn du mit den anderen Brüdern sprichst, öffnen sie die Tore und bringen dich zu ihm. Okay, Bruder Harry, machen wir das mal. Um den Talisman in diesem Level zu bekommen, musst du nur sicher zum Ausgang kommen. Alles klar. Die geben einem immer noch so Tipps. Und ja. So. Ich möchte euch das ja zeigen. Also, so viel reden die Charaktere jetzt ja auch nicht, aber ja, wenn es schon möglich ist, dann kann man das ja mal machen, ne? So, Zweier, hier so ein komischer Pinguin mit Monster-Augenbraue, keine Ahnung. So, jetzt haben wir schon fast 500, aber wir wollen das Level ja komplett machen. Mit Konzentration müsste ich diese Tür für dich öffnen können. Ja, dann mach das mal, Arnie. Die Tür ist auf. Lass mich in Ruhe. Ich versuche zu meditieren. Okay. Lass mir Arnie meditieren. Ja. Okay. Ich glaube, es gibt heute, ja, gebratenen Büffel oder was auch immer.
Oh, ein Zehner, sehr schön. Noch einer, noch besser. So, die sind irgendwelche Ölgötzen. Bringen aber nichts. Okay, noch so ein Büffel. So, hier war irgendwo noch Edelsteine. Nein, okay. Dann doch nicht. Okay, waren hier noch irgendwo welche? Ja, okay. So, was hat uns denn der hier zu sagen? Wer braucht einen Schlüssel, wenn man so singen kann? Wie soll ich Erleuchtung erlangen, wenn du mich dauernd störst? Ja, das frage ich mich auch. Erleuchtung, gut. Franz, mach was du willst. Wir gehen weiter. Gegner wie diese Jacks sind zu groß zum Umstoßen. Dein Feuerstoß sollte solche großen Gegner leicht erledigen. Ja, ich finde das mal gut, wie das Spiel mir immer alles erst nachträglich sagt. Das mit dem Klettern lernen wir später, das mit dem Jacks wird uns erst später gesagt. Das ist so eine Spyro-Manier, aber die kennt man ja schon aus dem ersten Teil so ein bisschen. Hier ist der Effekt sogar ganz extrem, dass man dieser alles erst später herausfindet. So. Dann, genau, hieß man vom Bulle, Jack, was auch immer. Genau, Jack. So, 5. 5. Okay, immer noch irgendwo. Jedes Mal, wenn du einen Gegner besiegst, wird ein Geisterpartikel freigesetzt. Die Geisterpartikel aktivieren den Powerpunkt in dieser Welt. Wenn der Powerpunkt nicht funktioniert, musst du mehr Gegner besiegen. Okay, alles klar. Aber das habe ich euch ja auch schon, Leute, mal gesagt. Jetzt, wie gesagt, alles abgesichert. Wenn ihr wisst, was ich wisst, dann guckt ihr das Projekt von Anfang an. So, der Ton ist doch ein bisschen laut. So, ich drehe mal wieder auf 18. Ja, wie gesagt, Ton, finde ich, der Ingame-Sound darf auch nicht zu laut sein. Hey, schau, was ich kann. Ja, Bruder Karl, zeig uns, Ach ja, genau. Ölgötzen. Okay, sammeln wir erstmal hier das Zeug ein. So, und ein Leben. Die Statuen, die bringen auch noch was. Bruder Karl. Wie kannst du dir sicher sein, dass ich wirklich existiere? Weiß ich nicht. Bitte aktiviere für uns nur die Fahrstuhlfunktion hier. Na los, geht doch. Er meditiert. Ja, und singt vor sich hin. Oh, okay, ich habe jetzt auch nicht so die Ahnung von Shangri-Lama oder wie es halt heißt. Dalai Lama, aber... Denk an Jägers Rat. Du gleitest am weitesten, wenn du auf dem Höhepunkt deines Sprungs X drückst. Jo. Soll jeder machen, was er soll, oder will. Auch die Dalai Lama Typen. Mönchen, was auch immer. Komm her, komm her, komm her, komm her. Bock. So, du auch weg. Dummer Pinguin, was auch immer. So, Edelsteine, Edelsteine, Edelsteine. Noch so eine Ziege. Und noch so eine Ziege. So, jetzt haben wir 10. Brauchen aber 11. Okay. Gucken wir mal. Ach, da ist der Yeti. Obwohl ich Vegetarier bin, finde ich, dass du den Yeti abfackeln solltest. Ja, er ist aber ziemlich stark. Ich weiß nicht, ob du das schaffst. Ach, schaffen wir locker, oder? Obwohl ich Vegetarier bin, finde ich... Okay, sagt immer das Gleiche. Ich dachte, der Yeti wäre stärker. Er war wohl nur aus Pappe. Ich habe jedenfalls nur unseren heiligen Talisman bewacht, damit der Yeti ihn nicht frisst. Ja, vielleicht war es einfach nur der Schicksal. Wer weiß. So.
Vielleicht war es wirklich nur Schicksal. Na egal. Hier noch so ein Götz im Kopf. Wir können jetzt eigentlich schon abhauen, aber wir sehen, es gibt hier Kugeln. Und es sind auch noch zwei Gegner da. Wo die sind, weiß ich gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall ist jetzt, da der Yeti auch mitgezählt hat, genau, das Ding hier aktiv. So, springen wir mal hier hoch. Das war ein Sprungfeder, PowerPoint. Ja. Den gibt es hier mehrmals. Da unten war es, glaube ich, noch einer. Da unten sehen wir eine Truhe. Irgendwo muss es hier also so eine Rakete zum Öffnen geben. Und da ist hier der Professor, den wir schon im Intro gesehen haben. Hoch. Was war das? Gott sei Dank hast du diesen bösen Geist verjagt. Aber jetzt versteckt er sich in den Statuen. Fackelst du alle 10 Statuen auf einmal ab, verjagst du ihn sicher für immer. Okay. Dann würde ich mal sagen, los. So schwer ist es ja nicht. So, wir haben ja... jetzt sind die auf einmal grün. Ach so. Ja, wie man sieht, da sind die da. Und ja. Ich tue mal so, als würde ich das nicht... würde ich das nicht wissen. Ich habe dieses Spiel so oft gespielt. Es ist irgendwie so, ja, so eingebauter Reflex von mir. Und... ist gerade so noch geschafft. Und... so, das müsste jetzt die Rakete für die Truhe sein. Wieder so knapp. Aber wir haben es geschafft. So, die unten waren vielleicht noch welche, genau. Ein paar runtergefallen. So, und jetzt müssen wir da hoch. Und ja. Weg. Dort ist noch eine Statue. So, ganz am Anfang waren meine ich auch noch welche. Deswegen würde ich sagen, gucken wir da nochmal vorbei. So. Na, hier ist noch eine. Und hier ist noch eine. Sind überall diese Geister drin. So, hier war keine mehr. Okay. Da ist der Geist. Ach so. Und da war ganz am Anfang noch eine. Nee. Nee, hier war keine mehr. Das Lustige ist, auch im Leben Level kann man, wie gesagt, dieses Banner abfackeln. Wie ihr seht, das kann man wirklich in jedem Level abfackeln. Das ist ganz lustig. Ja, trägt aber nichts irgendwie bei zum Level oder so. Ist relativ wumpe. Und da ist noch eine Statue. So, jetzt guckt sie auch wieder normal. Wenn der Geist drin ist, guckt die irgendwie so ein bisschen grimmig. Und ist grün. Ja, die Musik finde ich auch ganz toll im Spiel. So, ach, da ist das Loch zum Yeti. Hier oben ist noch was. Ach, doch eine Statue, so eine Eishöhle hier. Könnte man als Kühlschrank, Gefrierfach hier nutzen. Ja, Edelsteine. Bisschen, naja. Ich weiß nicht, inwiefern mein Edelstein kühl halten soll hier drin. Aber ist ja auch egal. So, gehen wir mal wieder raus. Und auf der Karte blinkt noch was. Genau, das ist der Professor. Und da unten ist auch noch was. Oh, noch eine Statue. So, und jetzt fehlen nur noch zwei. Und die sind, müssen wir mal gucken. Aber hier gibt es noch was. Oh, ja, eine riesen Eisfläche, wie man sieht. Spyro, der schlittert hier so ein bisschen lang. Sammeln wir erstmal die Edelsteine. Dim, dim, dim. Dim, dim, dim. So. Und... oh, wir haben schon alle. Sehr gut. Okay, und das sieht stark nach Eisarena aus. Ja, ist es auch. Ah, Spyro, willkommen. Wir finden, Hockey ist ein friedlicher und beruhigender Sport. Möchtest du gegen uns...